Besuch, seit ich jetzt dann heute geschlafen habe wegen der Schmerzen. Gekocht schwing ich mich. Oh, das ist schön. Was hast du denn heute gegessen? Beziehungsweise, was wurde denn für dich gekocht? Aufzeichnung und dahinter Schema. Ich nehme einfach alles mit. Ja, die Kiste kann ich nicht öffnen. Kann ich die hier öffnen? Ja. Wunderbar. Aber wir kommen doch so langsam voran. Kann ja sich nur noch um Minuten handeln. Jetzt möchte ich aber hier einmal auch noch lang. Gucken, ob es hier noch irgendwas Schönes gibt. Außer einer Tür, die verschlossen ist. Gut. Danke. Es gibt also nichts. Einfach nichts. Irgendwas ist für Europa League Sieger. Schön. Okay. Gut. Ja, mein Fuß war nichts am Hut. 6 Bratkartoffeln, Bohnen und Käse. So. Oh, das ist lecker. Das ist lecker. So leicht Futterneid. Aber mein Essen heute war auch lecker. Davon ganz abgesehen. Aber ich bin halt ein riesen Fan von Bratkartoffeln. Und von Bohnen. Wobei Bohnen hatte ich heute auch, aber im Salat. Im Frühstück hat mir heute nämlich mal wieder ein bisschen was zu essen kribbeln. So. Also einmal mit. Jetzt. Wenn wir nicht allein, wenn er zum Fuß weggeht, das sieht doch nicht. Oh no. Wenn man alleine wird. Aber ich kann halt mit Fußball so wirklich gar nichts anfangen. Also ja, ich war schon öfter so im Stadion. Und ja, wenn ich im Stadion bin, habe ich auch Spaß dran, aber mich juckt halt Fußball einfach so überhaupt nicht. So überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist so. Ja. Oh ne. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Ja, das tut es. Oh Gott. Entschuldigung, dass ich mir hier gerade einen abgehe, ne? Oh, ich bin dezent müde. Aber ich möchte noch nicht aufhören. Ich möchte halt auch so viel schaffen, wie es halt irgendwie geht. Der Ventilator macht mich auch ein bisschen müde. Okay, diesmal schaltet sich der Monitor nicht aus, alles gut. Ich sehe nicht so gut. Dann mach die Augen auf. Wenn du nicht siehst. Ich glaube, die letzte Nacht habe ich auch nicht besonders viel geschlafen. Ich glaube, 6 Stunden habe ich nur geschlafen. 5? 5 oder 6 Stunden. Dazu dann ein Tag vor der Action, Hitze. Und? Hast du ihn erwischt? Sheila einfach nur schneller. Müde. Einfach nur müde. Dreckstück. Ist sicher schon jenseits des Nebels. Auf, Hexer. Wir müssen diesen verdammten Fluch bannen. Hier. Das Symbol für Mut, das du suchst. Dann sage ich ab sofort den Kollegen mit Brille, wenn du schlecht siehst, mach du einfach mal die Augen auf. Ja, was? Ohne Witz, das hat mein Mathelehrer früher immer gesagt. Wenn man gesagt hat, man sieht nichts. Ja, dann mach die Augen auf. Ja, na toll, danke. Ich bin so auch Fußballfan, aber nicht mehr so stark wie vor 3 Jahren. Und wie kommt's? Wie kommt's? Einfach kein Interesse mehr oder... Also das andere Gründe. Brille putzen sollte auch schon helfen. Stimmt.
Einfach mal Brille putzen. Das kann ich mutieren. Sehr schön. Huch. So, vielleicht sollte ich mit dem noch mal reden. Von der mit den Kontakten ist nicht so super. Dass ich mich da einfach zum Putzen kann. Oh, Masuna. Schau ich den DC, weil ich kein normaler Fan war. Alles klar. Kannst du gern machen. Muss ja auch nicht unbedingt hier sein. Also, ich meine, könntest du machen, aber. Wie gesagt, sind hier ab 18. Also, alles gut. Ich kann mal fast alles schreiben, außer Politik und Corona und so. Aber. Nee. Kannst es mir gerne im DC schreiben. Dann antworte ich dir nach dem Stream drauf. Ich bin bereit, den Fluch zu brechen. Ich habe alle Artefakte. Dann gibt es die Chance, dass wir bald gegen Edirne ziehen und du dein Gedächtnis wieder erlangst. Ich brauche deine Hilfe, Zauberer, um die richtigen Geister zu finden. Sie werden dich finden. Die Aura der Artefakte zieht sie an. Lass sie denken, reden und handeln. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. Geralt, da ist noch etwas. Ich habe das Schlachtfeld geprüft und den Geist des Besuchers gefunden. Er ist nicht wie die anderen. Er hat sich verwandelt. In einen Draug. Das war zu erwarten. Viel Erfolg, Hexer. Nimm an, nach Schlacht und Geist an den Beteil. Was macht der Hexer hier? Alter, ich laufe hier schon seit Stunden rum. Und jedes Mal fragt er das Gleiche. Nein. Ja. Wie ich einfach schon wieder fast das nächste Level abhab. 23 schon. Dann beantworte ihm die Frage. Ja, habe ich ja schon. Und wenn er nicht zuhört. Wenn die Gegner werden was tot gebürgert. Das war wichtig, dass. Passiert. Ah, okay. Ja. Ich muss sagen, solche Fans kenne ich auch. Solche Fans kenne ich auch. Der volle Feder? Oh, lol. Wie warm es ist. Ein schöner Herbst. Wird wohl reichlich Obst geben. Wir werden es wohl nicht pflücken. Wir pflücken die Köpfe der Feinde. Und zwar sofort. Los jetzt! Vernichtet diese kedwenischen Köter! Ruhe. Wir sind noch nicht so weit. Manchmal vergesse ich fast, warum wir uns eigentlich schlagen. Mächtige Könige brauchen eben Kriege. Sollen Demavent und Henselt die Sache doch mit einem Duell entscheiden? Mein Schwager stammt aus Kedwin, ein anständiger Kerl. Ich war mal bei denen auf dem Markt. Gute Ware haben sie mir verkauft. Billiger als bei uns. Haltet die Klappe, verdammt nochmal! Kedwiner sind Tiere, allesamt! Wisst ihr, was die mit unseren Frauen machen, wenn wir diese Schlacht verlieren? Habt ihr vergessen, dass sie gekommen sind, um zu stehlen, zu brandschatzen und unser Land zu rauben? Wollt ihr es ihnen vielleicht schenken? Dieser Brot, auf See! Nein, auf das Signal warten. Was abwarten? Schweig! Bogenschützen, Pfeile entzünden. Ziel, erster Mann. Auf sie! Die feindliche Standarte erobern! Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Eine Sache verfehlt. Ja, wie soll ich denn? Wie hätte ich das denn machen sollen? Egal.
Also ich sag mal so, solche Fans, die halt, also Fans in Anführungsstrichen, ich sehe es halt ähnlich wie Hybrid und Mazuna, waren der Grund, weswegen ich nicht mehr ins Stadion wollte. Weil bei uns gibt es halt auch solche Idioten, die bei gewissen Mannschaften, die dann bei uns gespielt haben, die dann zum Beispiel auch einfach tote Schweine oder sowas an die Mauern oder sowas aufgehängt haben und so weiter und so fort. Oder sich halt einfach zu Tode gekloppt haben. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich überhaupt nicht mehr gerne ins Stadion gegangen bin. Deswegen ich dann halt irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte auf solche Menschen. Ich find's aber gut, dass du dich von den Menschen distanziert hast. Weil erstens, ich habe halt für sowas überhaupt kein Verständnis. Ich weiß gar nicht, warum man sowas überhaupt macht. Was überhaupt der Sinn dahinter ist. Was hat man davon, außer vielleicht eine Anzeige? Was bringt einem das? Warum? Deswegen gehe ich nur in den Familienblock, das ist immer alles friedlich. Ja. Also, ich sag jetzt mal so, bei uns in die Fankurve würde ich nie wieder hingehen. Auch wenn unsere, oder wenn meine Freunde oder halt die Freunde von Fotos von mir da sind. Und es da halt auch immer Bock gemacht hat. Aber die Idioten, die dann halt bei uns direkt einen Block drüber sitzen, also wir hatten halt unten unsere Karten. Und für die anderen, die Idioten, saßen halt direkt über uns. Und ich weiß nicht, wie oft wir es erlebt haben, dass wir mit Bechern beworfen wurden, dass wir irgendwelche Sachen am Kopf gekriegt haben oder dass sie sich dann tatsächlich prügeln wollten. Nee. 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 Wir haben es dann irgendwann auch nur noch so gemacht, dass wir dann halt einfach nur über die, also, ne, über die Arbeit von Frisches, dass wir dann halt über die Arbeit da in diese Loge, wo auch andere sitzen, dass wir da dann halt rein konnten. War dann zwar natürlich seltener, dass wir dann im Stadion waren, aber dafür waren wir halt weit weg von diesen Leuten und das war halt für uns sicher. Weil wir hatten keinen Bock mehr auf solche Menschen. Das war einfach so. Nee. Ja, weil ich von meinen eigenen Leuten angegriffen wurde und ich nicht weiß warum. Und das ist noch schlimmer. Dieser ganze Alkohol dabei immer widerwärtig. Muss einfach nicht sein. Aber das. Also, ich trinke auch gern, wenn ich im Stadion bin. Aber egal wie viel ich trinke, ich würde niemals auf die Idee kommen, andere Leute zu verprügeln oder Schaden zuzufügen. Einfach nur, weil sie entweder einer anderen Mannschaft angehören oder weil sie eine andere Meinung vertreten. Ich sehe halt keinen Grund, warum muss man Leute verprügeln? Warum? Warum macht man sowas? Was bringt, ganz ehrlich gemeinte Frage, was bringt einem das? Was bringt einem das, Leute zu verprügeln? Ich meine, wenn man ein emotionales Problem hat, soll man sich einen Boxsack holen und darauf einprügeln. Oder, wie ich schon gesagt habe, Kampfsport betreiben, aber was bringt das aus so einer Anzeige? Den Körperverletzung. Ich meine, wie oder so, aber die vorlaufen lassen ist einfach nur abartig, ja. Also ja, ich hatte halt auch Partyphasen, wo ich halt exzessiv getrunken habe. Aber das war halt, Gott, da war ich gerade 18 geworden. Das ging, glaube ich, ein halbes Jahr, dann habe ich Frisches kennengelernt. Ja, seitdem halt gar nicht mehr. Also halt ab und an Wein oder, ne, so einmal die Woche Wein. Ist halt voll in Ordnung, aber sonst. Ich kann auch mit zu den Ultras, aber wir sind friedlich, wir machen Stimmung. Kurios und drehen einfach mit Fangesängen komplett frei.
Bei mir auch nicht. Wer sich bei uns kloppen will, wird sich irgendwann bald 10 gegen 10 abseits von allen anderen mal gekloppt. Bei uns, unsere Ultras sind halt einfach abartig. Wie, unsere Ultras machen erstens halt gar keine Stimmung. Labern nur einen Stutz. Prügeln sich auch ohne Grund. Und gegen, ich glaube, ein oder zwei Mannschaften, wo dann halt wirklich Fanhass ist. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich glaube, das kann mir auch keiner erklären, warum. Weil ist wahrscheinlich egal, was das für eine andere Mannschaft ist. Da betteln sie sich halt einfach. Ich verstehe es nicht, was bringt einer mit das? Das geht nicht in mein Hirn rein. Das sind keine Ultras, das sind Hooligans. Ja, das Problem ist aber, sie halten sich halt für Ultras, ne? Die halten sich halt dafür. Die eigentlichen Ultras waren wir, die halt unten standen und halt trotzdem unsere Gesänge und so weiter gemacht haben. Die über uns, die waren halt einfach. Die waren hohl. Ich sag's jetzt einfach mal, die waren einfach nur hohl. Ich weiß auch nicht, was ich wollte. Ich freue mich jetzt aber meine damalige Freundin und der Anführer lagen auch auf dem Boden und haben nicht mehr geatmet. Haben immer den Kick gegeben. Ja, aber. Wenn ich den Kick haben möchte, dann. Gehe ich Fallschirm springen oder. Weiß ich nicht. Aber warum prügelt man sich? Warum möchte man freiwillig anderen Menschen wehtun? Warum? Verstehe ich nicht. Beim besten Willen, ich verstehe nicht, warum man anderen Menschen wehtun will. Ich meine, umgekehrt möchte man ja auch nicht geschlagen werden. Eigentlich. Sein, man steht auf Schmerzen. Aber dann kann man das auch anders ausleben. Weil ich weiß nicht, ob das auch wirklich besser ist. Der Feind hat die Standarte. Sie schießen uns auf die Ente. Oh, das ist zu unrecht fast. Verständig den Feldherrn. Was ist wie gesagt, Falle? Ich habe an sich tatsächlich überhaupt nichts gegen Ultras. Aber es gibt halt in so vielen Vereinen angebliche Ultras, die sich halt wirklich, die sie sich für Ultras halten, aber keine sind. Einfach nur Vollidioten. Einfach nur Vollidioten. Ich meine, wer Stimmung macht, ne, und alles ist alles in Ordnung, aber unsere, ne, Ultras beleidigen ja sogar die Mannschaft. Die gehen sogar hin und beleidigen die Mannschaft. Sogar während des Trainings. Wegen des offenen Trainings. Oder schreiben Hassbotschaften. Das hat doch nichts mit Fansein zu tun. Also aus meiner Sicht. Das hat für mich nichts mit Fansein zu tun. Es wird geschossen. Und vor allem bei uns, wir haben halt so die richtigen Erfolgsfans. So. Ist unsere Mannschaft gut? Steht man direkt hinter dieser Mannschaft? Hat unsere Mannschaft mal keinen guten Lauf, dann ist es sofort eine Drecksmannschaft und so weiter und wird total niedergemacht. Also, das sind halt einfach nur Idioten. Feuer einstellen! Das ist einer von uns! Ja, klar, aber. Es gibt einen Unterschied, seine Meinung zu sagen oder seine Meinung beleidigend zu äußern. Herr, das graue Fähnlein schickt mich. Ich meine, man muss niemanden beleidigen. Deine Kundschafter haben das Schlachtfeld doch genauestens. Und es hat doch niemand das Recht, jemanden zu beleidigen. Jawohl. Sie müssen die Gräben in der Nacht ausgehoben haben. Man kann seine Meinung auf die Plakate schreiben. Aber man muss dann halt nicht. Vor allem, wenn Kinder da sind. Ne? Vor allem, wenn Kinder da sind, die das auch noch lesen können. Den Strick für jeden Dritten. Also, bin ich ein bisschen. Es gibt keine Verstärkung. Hart aus. Und du, Glebisick. Mit dir rechne ich nach der Schlacht ab. Der König wird von deiner Unfähigkeit. Und ich nenne, wo weiß ich gerade die Beleidigung. Befehlshaber entscheiden über den Ausgang von Schlachten, nicht Zauberin. Weil das was unsere manche, also unsere Leute da teilweise auf Plakate schreiben, ist unter der Gürtellinie. Das ist echt einfach unter der Gürtellinie. Meine Herren,
zu den Standarten. Und auch was unsere Leute singen. Das ist auch unter der Gürtellinie. Das hat nichts mit Fangesängen zu tun. Das ist pure Beleidigung, purer Hass. Und auf in den Kampf! Deswegen gehe ich halt, wie gesagt, überhaupt nicht mehr gerne ins Stadion. Du magst fertig sein mit mir, aber ich noch lange nicht mit dir. Die gegen mich, ne? Wie tief wollen sie ihren Ausschnitt haben? Sie, ja. Wo bin ich zur Polizei gegangen? Hat es gesagt, die Personen sind alle ins Gefängnis. Zu Recht. Zu Recht sind sie ins Gefängnis. Was können wir tun, Sabrina? Meine Stellung an Hänsels Hof ist in Gefahr. Und wenn Vandergriff die Schlacht gewinnt, wird Hänselt nichts mehr aufhalten, Oberedirn einzunehmen. Das Ende des Kräftegleichgewichts im Norden. Was willst du tun? Das Feuer des Melga. Ich töte Vandergriff und schwäche beide Seiten. Eine solche Waffe kann streng geahndet werden. Das ist mir klar. Hänsels Hegemonie passt nicht zu den Plänen der Loge. Wir helfen dir, aber denk daran, geht es schief, bist du auf dich gestellt. Ich bin bereit. Mehr habt ihr nicht drauf? Ihr sterbt ja wie die Kakerlaken unterm Stiefel. Ist da irgendein Catwinner, der es mit Selkirk von Gulleta aufnimmt? Hybrid, sowas finde ich zum Beispiel nicht schlimm. Das ist noch in Ordnung, das ist noch im Rahmen, was ihr dann zum Beispiel singt. Aber ich kann dir im Privaten, Hybrid, mal sagen, was unser Verein da teilweise von sich gibt. Wenn es so wäre, wie du das gerade geschrieben hast, wäre das ja noch in Ordnung. Das ist ja normal, das ist im Rahmen. Aber was unsere Fans da wirklich vom Stapel lassen und es halt auch schwarz auf weiß dick auf die Plakate schreiben. Das ist teilweise sogar Rufmord. Gegenüber manchen Personen. Also das geht echt einfach zu weit. Und das hat einfach nichts mit Fans zu tun und das hat auch nichts mit Feuer und Flamme dabei sein zu tun. Es ist halt teilweise schon schlimm. Und der Hauptgrund, warum ich mich halt einfach für Fußball auch im Stadion nicht mehr für interessiere. Und da gehe ich tatsächlich dann sehr auf Abstand, weil es sind nicht alle Vereine so, es sind auch nicht alle Fans so. Aber unsere sind halt echt schlimm. Also unser Verein ist unsere Leute, die zusehen zu leider zwar einem kleinen Teil, also zu Gott sei Dank einem kleinen Teil, aber es reicht halt, dass sie da sind. Es reicht, dass sie da sind. Das ist schon schlimm genug. Und wie oft sie halt einfach auch schon aus dem Stadion verbannt wurden für eine gewisse Zeit, weil sie so scheiße sind. Und in der Zeit, wo die Leute nicht da waren, die da immer stunk machen, war die Stimmung besser im Stadion, als wenn die Leute da sind. Wo alle Leute singen, nur die nicht, beziehungsweise fangen sie an zu beleidigen und alles rumzuschmeißen, zu randalieren. Nee. Nein. Deppen habe ich erlebt bei uns solchen. Ja. Ja. Du hast es sogar schon live, also fast live gesehen. Aber das ist doch harmlos, was du gesehen hast. Wenn du halt, ne, ich kann es dir halt gerne mal sagen, was sie so vom Stapel lassen. Und wie gesagt, es ist halt auch hörbar für Kinder zum Beispiel. Weil da ist der Familienblock. Nein, das gehört sie einfach nicht.
ich finde das halt unter aller Sau. Wir gefunden aber trotzdem. Der Fanblock war ein Witz. Ja. Aber das. Und zum anderen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Einfach ja. Wo ich jetzt im Stadion gehe, da gibt es auch solche Fans. Aber wir sagen es nur und beleidigen die Gegner. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Ich muss irgendwo Grenzen geben, ja. Definitiv. Grenzen muss es geben. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich jetzt mein Schwert nicht ziehen? Nein, weich doch aus, du Vollhonk! Mann, oh. Gegen so Lama schickt man beim Kämpfen. Ich hasse zwei Hände. Zwei Hände sind scheiße. Auch mit Martina noch was wir zuvor getroffen haben, da kurz ein bisschen gegeneinander gesungen. Dann haben wir kurz gequatscht, ein Bier getrunken und dann war alles wieder safe. Und sowas ist doch voll in Ordnung. Sowas ist ja voll in Ordnung. Ich finde, so soll das dann halt auch sein. Aber nicht dieses Gekloppe und Geprügel und Luri schlagen. Er hat nichts mit Fernsehen zu tun. Der Besucher, gegen den will ich schon lange kämpfen. Verschwinde, Geist. Ich lass mir doch einen Zweikampf mit Vandergriff nicht entgehen. Er wird dich wieder töten. Selkirk fürchtet den Tod nicht. Wenn du stirbst, werden auch deine Soldaten immer wieder sterben, bis in alle Ewigkeit. Geh, es ist keine Aufgabe für einen Ritter, sondern für einen Hexer. Ich tue das nur für meine Leute. Ich tue das nur für meine Leute, ja, ja. Bist du aber hässlich. Gnade. Oh ja. Yeah. Du hast mich enttäuscht. Okay. Wer bist du? Dein Albtraum! Bossy Time und ich find's immer noch so mies. Bogenschützen! Au! Jo, ja, es kann jetzt so weiter dauern, bis ich wieder auf den Chef achten kann. Wobei, vielleicht doch nicht. Tribute! Au! Aufweichen ist nicht so meine Stärke, ich weiß. Und hier doch. Au, au, au. Au, au, au. Bogenschützen! Ist mir jetzt egal. Ich mach die platt. So. Aua. Hättest zu Hause bleiben sollen, Vandergriff. Verdammte Zauberer! Dass wir nach so einem Sieg sterben müssen! Götter! Gegen so einen Zauber kann man nicht kämpfen! Zauber mir du. Zauberhagel, unreines Feuer, wehe uns! Was tun sie dann, Mund? Wie die Prophezeiung sagt, es kommt die Zeit, dass sich die Zauberinnen gegen die Menschen wenden, Feuerkugeln vom Himmel regnen und das Werk der Zerstörung sich vollendet. Und jetzt sollt ihr hier auf den Tod warten? Ich will euch führen, wie der Hirte seine Herde, aus dem finsteren Abgrund.
voll auf den Hintern gekriegt. Aber voll auf die Schnauze gekriegt. Ich bedenke einmal, wir dürfen nicht stehen bleiben. In welchem Teil geht er sein Gedächtnis verloren? Also, im ersten hat er auf jeden Fall gar keine. Also gar kein Gedächtnis mehr. Sabrina! Gegen Ende kriege ich das, glaube ich, ein bisschen wieder und im zweiten kriege ich das, glaube ich, komplett wieder. Sieh dir diese panischen Horden an. Heute Morgen waren sie noch die Blüte meiner Ritterschaft. Wenn sie Verstärkung bekommen, schaffen sie es. Wer hat dir zu zaubern gestattet? Herr, wenn ihr jetzt losschlagt, ist Ober-Edian euer. Du besudelst meine Ehre. Du schlachtest meine Ritter. Majestät, die Schlacht war verloren. Du wagst es, mich vor dem Avent zu entwürdigen. Seine Streitkräfte haben bis zum Schluss gekämpft. Und so ziemt es sich auch für ehrenhafte Männer. Du bist des Todes auf dem Scheiterhaufen, Sabrina Glewisig. Ich werde zurückkehren und mein Geburtsrecht einfordern. Juli 1270, der Angrenwald. Kein Kraftpotz oder Riese dieser Erde wird je den Hieb eines Schleimlingsschwanzes abwehren können. Leto hat es auch nicht geschafft, aber immerhin hat er überlebt. Ich helfe ihm. Hexer sollten sich auf ihrem Weg gegenseitig unterstützen. Er hat zwei Gefährten, Hexerbrüder aus der Schlangenschule. Die wilde Jagd rast nach Süden. Leto aus Guletar weiß wohin. Er kennt den Endpunkt der Jagd. Endlich bist du wach. Wo bin ich? Am sichersten Ort im Lager, mein Freund. Im Puff. Genau. Wie bin ich hierher gekommen? Sicherster Ort des Lagers. Im Puff? Erb. Der Nebel. Okay. Ist weg seit 3 Tagen. Ganz drei Tage? Seit 3 Tagen? Sicher? Mhm. Roche hat es in einer geheimen Mission nach Kaedwyn und wieder zurückgeschafft. Was machst du hier? Ein Wegstecken? Sehr witzig. Mein Freund liegt in schrecklichem Zustand da nieder. Das könnte ich nicht tun. Doch, könntest du. Du bist in einem Hurenhaus. Dienstlich. Das zählt nicht. Cedric hatte recht. Die Kraft der Geisterschlacht regt das Gedächtnis an. Du bekamst Einblick in ein weiteres Kapitel der Saga Geralt von Riva? Ja. Ich erinnere mich jetzt, wer mir geholfen hat, die wilde Jagd einzuholen. Wer denn? Leto, Voltests Mörder. Ich hatte ihm das Leben gerettet und er verriet mir, wo ich die wilde Jagd finden würde. Ich weiß aber nicht, ob wir Yennefer retten konnten. Was ist hier passiert, während ich bewusstlos war? Eine ganze Menge. Du hast den Geisternebel vertrieben. Henselt hat vom Komplott erfahren und Detmold ist verrückt geworden. Was soll das heißen? Detmold ist verrückt geworden? Henselt hat ihn zur Schnecke gemacht, weil er ihm das Komplott verheimlicht hat. Und dann nochmal, weil er die Anführer nicht gefunden hat. Ehrgeizig wie Detmold ist, dürfte ihn das ziemlich aus der Fassung gebracht haben. Er hat jeden Verdächtigen verhaften lassen. Er verhört und foltert sie und knüpft sie auf. Seit 3 Tagen. Er tut immer das, was er am besten kann. Warum greift Henselt nicht an? Adel und Offizierskorps verlangten diverse Privilegien und Garantien, dass es keine Absprachen mit Nilfgaard gibt, dass sie Land im Pontartal erhalten. Und Henselt? Hat getobt und sie der Feigheit bezichtigt. Aber er braucht den Adel eben. 3 Tage ging es hin und her. Mit Versprechungen hat er dann genügend Soldaten rumgekriegt und ist gen Bergen gezogen. Die Schlacht müsste im Gange sein. Ist schon klar, wer hinter der Verschwörung steckt. Wer führt sie an? Breitfeld, Kirim von Keingorn und Gunnar Blekenhofe sind verhaftet worden. Bisher ohne Resultat. Naja,
Ich selbst weiß natürlich, wo man den Anführer findet. Wie war das? Ich habe schon immer gesagt, dass Bordelle zu den besten Orten unter der Sonne gehören. Man kann nicht nur... Komm zur Sache, Rittersporn. Ich habe Lispelotte belauscht. Lass dich bloß nicht von ihrem Spitznamen täuschen. Sie hat eine wunderschöne... Zur Sache. Keine Ahnung, mit wem sie geredet hat. Ich konnte ihn nicht sehen. Aber er hat gesagt, heute kriegen wir Anweisungen in der Hütte auf den Klippen. Rittersporn, da ist noch etwas. Ja? Deine Pamphlete. Wenn Detmold davon Wind kriegt. Stimmt. Wir sollten uns aus dem Staub machen. Nicht wir. Du. Und zwar schnell. Ich würde dich doch nicht verlassen, Geralt. Hier warten Abenteuer. Königreiche gehen unter. Stoff für Balladen. Himmel, Rittersporn, die Zeit für Späßchen ist um, kapierst du nicht? Wenn Detmold dich kriegt, verkriech dich irgendwo, weit vom Pontertal entfernt. Na gut. Na schön, aber nur für dich. Ich fahre nach Ochsenfurt und grüße unsere gemeinsamen Bekannten. Wenn das alles vorbei ist, finde ich dich. Zweifellos. Es ist ja immer noch etliches unklar. Wie geht's denn weiter, Geralt? Ich suche Sheela, den Königsmörder und mein Gedächtnis. Aber zuerst finde ich raus, wer hinter dem Komplott steckt. Ich habe da einen Verdacht. Meinst du Sheela? Rittersporn, geh jetzt. Bis zum nächsten Mal, alter Kumpel. Wir wollen doch nur den zweiten Akt beenden. Nein, Albert, einfach nein. Aus. Wobei? Na gut, ich bin kein Fan von Rittersporn. Mach weiter. Mach weiter. Ich bin kein Fan von Rittersporn. Ich erlaube es mal. Oh, ich hoffe, dass dieser dritte Akt bald kommt. Ich werde müde. Also was heißt, ich werde müde? Ich war schon müde. Aber... so eine Klippe muss ich da lang, oder? Doch, ich muss da lang. Hier. Da muss ich rein. Da und dann irgendwo abbiegen. Und zwar hier vorne. Hört zu der Crew von Geralt. Ja, ich mag aber Rittersporn trotzdem nicht. Ich gehe nicht so auf notgeile Kerle. Er ist einfach nervig. Er ist nervig. Nee. Ich bin kein Fan von dem Kerl. Wir müssen diesen Magier beseitigen. Koste es, was es wolle. Du hast uns Geld versprochen vor 3 Jahren. Wenn wir dir bestimmte Informationen liefern und gegen Detmold und seine Parteigänger in allem aufbegehren. Daran hat sich nichts geändert. Ach so? Foltest und Demavent wurden hinterrücks gemeuchelt. Beim Einhorn hat's auch jemand versucht. Die Atmosphäre ist zum Schneiden. Und Detmold stark wie nie zuvor. Vor allem hast du uns nichts mehr anzubieten. Temeriens Schatzkammern sind dir verschlossen. Meine Herren, bedenkt, was passiert, wenn der König von unserer Zusammenarbeit erfährt. Lass die Drohungen, Roche. Du sprichst mit Adligen. Denk dran. Ich bin 3 Tage in Kedwins Städten und Dörfern unterwegs gewesen, habe alte Bekannte getroffen, die Stimmung sondiert, nach Neuigkeiten gefragt. Das Volk hasst Detmold und seine Spießgesellen. Sie warten nur darauf, dass ihm jemand den Hals umdreht. Da kommt wer! An die Waffen! Immer ruhig. Was macht denn der hier, verdammte Scheiße? Hat sich vielleicht gelangweilt. Das war nicht abgesprochen. Woher weiß er von diesem Treffen? Das wüsste ich auch gern. Geralt? Unwichtig. Ich habe meine Quellen. Sogar sehr wichtig. Wenn du es weißt, können es auch andere wissen. Ich habe einen der Herren hier belauscht, als er mit Lispelotte sprach. Wie kannst du es wagen? Ich habe Frau und Kinder. Egal jetzt. Roche, wir kehren zur Truppe zurück und kämpfen für den König. Die Verschwörung ist gegessen. Gehen wir, meine Herren. Alles gut. Ich kriege nicht so viele Anfragen.
Da deine wahrscheinlich sowieso die einzige sein wird, die ich da habe. Alles gut. Es wäre mir dann klar geworden, weil, wie gesagt, ich habe da nicht so einen regen Freundesverkehr. Ich weiß nicht mal, warum ich da überhaupt Freunde auf der Liste habe. Ich bin halt, außer zur Zeit zum Filme gucken, bin ich halt eigentlich so gar nicht an der Konsole. So ab und an mal. Morgen wahrscheinlich wieder. Je nachdem, wie warm es wird. Wie kommt es, dass du eine Verschwörung im Heerlager von Kedwin anführst? Lange Geschichte. Den Plan haben Foltest und ich vor 3 Jahren gefasst, nachdem Hensel Sabrina verbrannt und Detmold zu seinem Berater gemacht hatte. Nach dem missglückten Feldzug war die Stimmung auf dem Nullpunkt beim Adel und den Soldaten. Ich bestach sie und brachte sie politisch auf Linie. Und sie spielten mir Informationen zu. Was wolltet ihr erreichen? Ein Bündnis mit den Schwarzen verhindern. Detmolds Einfluss auf Hensel schmälern. Unruhe stiften. Du warst 3 Tage weg. Bist du schon im Lager gewesen? Weißt du, was da los ist? Diese Verräter da haben mir Bericht erstattet. Wer ist denn verhaftet worden? Rittersporn erwähnte Breitfeld, Kirim von Kaingorn und... Nicht gut. Kirim war von Anfang an dabei. Er kennt mich. Vielleicht haben die Folterknechte ihn noch nicht geknackt. Schnell ins Lager. Wir müssen Wes und die anderen warnen. Wir müssen uns beeilen. Ja, gehört das bei mir im Stream dabei. Echt? Hast du das gehört? Warum rennt er? Egal. Hat dir das jemand gemunkelt? Aber ja, bin ich. Wenn ich darf.